grüßt euch, Benjamin Jobst hier. So, wir müssen ja mal ein bisschen präsenter auf YouTube werden. Deswegen wird es jetzt demnächst mal ein paar Inhalte geben. Ja, wir fangen hiermit an. Das wird ein Unboxing-Video, ob das glaubt oder nicht, so langweilig wie das klingt. Wir werden jetzt so im Abstand von 1 bis 2 Wochen immer mal ein kleines Videochen machen, was mir so angeliefert kriegen, was hier so rumfliegt, was neu eingetroffen ist. Das packen wir mal aus zusammen, gucken uns das Ganze an. Und ja, wenn alles gut geht, dann werde ich auch zu jedem Artikel so ein bisschen was zu erzählen haben. Also nicht einfach nur auspacken, nebenhin legen, nächstes. Ich quassel auch ein bisschen drüber. Und vielleicht ab dem nächsten oder übernächsten Video dann machen wir was ganz Spannendes. Ab da könnt ihr dann einfach mal abstimmen, welcher Artikel, den wir hier ausgepackt haben, mir einfach mal genauer beleuchten. Ob das jetzt ein kleines Review wird oder ob ich ein bisschen was von erzähle, ja, das sehen wir dann. Ne? Wir probieren das einfach mal aus, wir gucken mal. Ihr könnt ja dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt, ob ihr da mehr sehen wollt davon oder ob ihr meint, das ist völliger Quatsch, das braucht keiner, so ein belangloser Humbug. Der eine oder andere findet es aber vielleicht auch cool, will gerne mal sehen, wie was aussieht, wenn man es auspackt oder wie ich was dazu erzähle. Vielleicht habe ich ja Ahnung, vielleicht nicht, je nachdem, was wir da auspacken. Wir fangen einfach mal an, was hier so rumfliegt. Ne? Wir packen mal ein bisschen was aus. Was haben wir denn hier Feines? Wir haben ein Audio-Techniker-Päckchen. So. Das stellen wir jetzt fest, sonst schneiden wir uns noch oder das, was drin ist. So, das ist auch nichts, was irgendwie gesponsert worden ist. Also sollte ich irgendwie mal was gesponsert kriegen zum Auspacken oder so, werde ich das natürlich euch mitteilen. Aber das ist entweder Zeug für mich, für die Installation, irgendwie für Kundschaft oder sonst irgendwas. Wird natürlich immer vorher gefragt, ob ich das machen und zeigen darf und sonst was. Oder es ist einfach für mich oder was zum Testen. Komm, tun wir das jetzt mal hin, wir lassen das fallen. Ihr seht, ich bin null vorbereitet. Wir fangen einfach mal an und packen drauf, los, aus. So, wir haben, oh wie schön, wir haben ein Mikrofon. Da sollten aber eigentlich 2 von da sein, komisch. Und zwar ist das ein AT2020. Mit dem nehme ich auch hier oben auf. Ich mag die, das sind super Geheimtipps, die Mikros, mit denen kann man wirklich alles machen. Ich nehme die sehr gerne für Live-Geschichten, so Gitarren-Amp abnehmen oder man kann auch mal ein Bass-Amp mit abnehmen. Wenn er nicht zu fett ist, dann kommt das Mikro ziemlich schnell ans Limit. So, was haben wir hier alles drin? Müll, Anleitung, Beschreibung, wir haben eine Tasche und einen ganz netten Mikrofonhalter. Den finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Achso, ich nehme die auch übrigens für Chorgeschichten und sowas, nehme ich die auch sehr gerne. Also ich mag die Mikros, sind wirklich Geheimtipps, die kosten nicht viel. Unter 100 Euro kostet eins. So, wie funktioniert das? Rund, reindrehen. Und ja, wenn man es halt richtig macht. Das Schöne ist, wir haben hier unten noch einen kleinen Kringel. Dann können wir das Mikro nämlich auch drehen, wo wir es haben wollen. Und dann drehen wir den fest. Zack. Wir haben auch große Aufnahme, kleine Aufnahme dran. So, mehr gibt es zu diesem netten kleinen Mikrofon auch gar nicht zu sagen. Ihr hört es ja selber hier oben schon. Ich habe da auch mal 2 aufgestellt heute. Keine Ahnung, ob das mit... wir haben ein bisschen Stereo, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Ja, so, dann packen wir das wieder weg. Das erste haben wir ausgepackt. Wie schön, machen wir gleich wieder zu. Muss nächste Woche in Einsatz, das Ding. Was haben wir denn noch Feines? Wir haben noch ein Audio-Techniker-Paket. Ihr merkt, ich habe Audio-Techniker gerne. Die haben sehr viele Preis-Leistungskracher, muss ich sagen. Also ich habe auch schon Sachen in den Finger gehabt, die mir nicht so gefallen. Wo ich andere Sachen für weniger Geld besser finde. Aber das ist selten. Also das meiste Zeug ist wirklich klasse. Ich finde die auch sehr unterbewertet im Netz oder allgemein so, was Mikrofone angeht. Man sieht die selten.
selten auch auf Rider und so, aber man findet sie immer mal zwischendurch. So, was haben wir hier denn Schönes? Ein zweites AP 2020, ein Haufen Verpackungsmaterial, wie sich das gehört. Wir haben ein, ich packe erstmal alles aus und lege alles auf den Tisch. Kommt, warum dann hier? Zack. So, was haben wir hier Schönes? Das Mikrofon kann weg, das ist nämlich die Nummer 2. Eins haben wir schon ausgepackt. So, dann, ja, ich habe mal nicht Pro-Audio-Sachen, sondern was aus dem Consumer-Bereich. So habe ich mir mal ein Headset gegönnt von AT. Ich mag nämlich die Kopfhörer sehr gerne. Und das ist das, das PG1-Headset. Mal gucken, vielleicht ist das auch nicht nur irgendwie für ein PC-Gaming oder so gut. Vielleicht kann ich den Kopfhörer einzeln auch mal andere Sachen benutzen. Live abhören, Hilfe. Mal sehen, wie die Kiste klingt. Ich weiß es noch gar nicht. Einfach mal zum Test gekauft. Ich will mal ausprobieren, wie das Ding taugt. Das Mikro soll wirklich sehr gut sein vom Preis. Ich glaube, das Ding, das liegt, lass mich lügen, 160 Euro oder was? Ist in Ordnung. Ist okay. Kann man mal ausgeben. Mit so meinen Lieblingskopfhörern gehören die ATH, lass mich lügen, 50X. So, ja. Die nehme ich gerne, den nehme ich live, den nehme ich zum Mischen, den nehme ich mal zum Abhören, auch bei Aufnahmen und so. Deswegen habe ich gedacht, die können hier nicht viel schlechter sein. Das ist eine ähnliche Preisklasse. Sehen auch vom Design sehr ähnlich aus. Ja, was haben wir hier? Hier ist noch ein bisschen Fass dran. Ich bin gespannt, bin sehr gespannt. Sind auf jeden Fall richtig schön leicht. Wir können sie, nee, zusammenklappen gehen sie nicht. Sehen aber vom Design ähnlich aus wie die ATH 50X. Also ich habe noch die ohne X, da kann man das Kabel leider noch nicht wechseln. So, wir haben unten eine Klinkenbuchse, das ist schon mal gut, die brauchen wir. Das heißt, wir können auch andere Kabel dran stecken, wenn wir uns das mal killen. Dann haben wir dabei, was haben wir denn hier? Ein Kabel. Das ist Klinke vierpolig auf Klinke dreipolig mit laut leisere. Oh, der ist extrem kurz. Es geht so 2 bis 3 mm bewegen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Wir packen das Mikro erstmal aus, das gucken wir uns an. Ich bin sehr gespannt. Am liebsten würde ich ihn jetzt sofort anschließen und ausprobieren. So, hier alles wieder zusammengeknürt. So, das ist das Mikrofon. So, links, rechts, links ist hier. Ist auch schön gemacht. Es sieht schon mal stabil aus, sieht auch wertig aus, muss ich sagen. Das Kabel fasst sich gut an. Das ist ein Dreipol hier nur. Ach so, wir haben ja noch, ja, ich bin doof, ist ja ein Mikro. So. Wir haben einen kleinen Windpop-Spuckschutz dabei. Nee, es ist roh. Den werde ich mir dann wohl noch drauf knüren. Je nachdem, wie oft ich das benutze, muss ich mal sehen. Weil es ist einfacher zu wechseln, als hier das kleine Sieb sauber zu machen. Es sieht auf jeden Fall wertig aus. Sieht teurer aus, als es ist. Es ist zwar aus Kunststoff, aber es ist dafür echt sehr, sehr leicht. Rasterung hat es nicht. Rasterung habe ich immer gerne. Ich setze die Kiste mal auf. So, ja. Und wie sieht das aus? Pro-Gamer, ja, sehr gut. Wunderbar. Also müssen wir gerne weiter ausprobieren dann, wenn es da ist. Was hat die Kiste noch? Wir haben einen On-Off-Schalter fürs Mikro, also Mute, das ist gut. Lautstärke-Regler zum Drehen. Der ist sogar gerastert. Oh, der geht ein bisschen schwerfällig. Ist aber okay. Ist okay, ist cool, ist schon mal viel wert. So, hier haben wir einen vierpoligen. Und jetzt weiß ich auch, was das hier ist. Das ist für Smartphone, ihr Kerle. Hier ist nämlich ein Mikro mit eingebaut ins Kabel. Ich weiß nicht, wer so ein Riesending am Smartphone benutzt. Vor allem mit Mikrofon dran. Keine Ahnung, na gut, geht vielleicht auch für Skypen und so. Nee, ist aber auch blöd, hat man ja auch seine Soundkarte. Ich weiß es nicht, irgendjemand wird das vielleicht benutzen. Und dann haben wir hier noch einen Adapter vom vierpoligen Klinke
Katsching auf zweimal Stereo-Klinke. Das ist gut. Damit können wir in unsere Soundkarten reingehen und überall, wo wir wollen. Was vielleicht noch interessant ist, wenn irgendjemand meint, er will das Ding an seinem Mischpult benutzen oder wegen mir an einer externen Soundkarte mit symmetrischen Ein- und Ausgängen und Phantomspannung und Co. Also wie ein Mischpult. Der muss bedenken, dass das kleine Kondensatormikrofon, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Deckelektret oder so ist, muss ich nachgucken. Auf jeden Fall ist es ein kleines Kondensatormikro, das will Saft. Und eine PC-Soundkarte oder auch so kleine Behringer-Mixer mit einem Klinkeneingang für Mikros, die liefern zwischen 3 und, lass mich lügen, 5 Volt. Ne? Und das brauchen diese Mikrofone. Und wenn wir damit in unseren Mixer gehen, passiert gar nichts. Und wenn wir Phantomspannung anmachen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was passiert. Also entweder grillen wir die Kiste, was ich stark vermute, oder sie hält es aus. Ich wollte auch nochmal AT anrufen und wollte mal fragen, was die da dazu sagen. Und dafür gibt es einen ganz tollen Adapter. Den gibt es von Rode. Den habe ich leider noch nicht da, ich habe ihn aber bestellt. Und zwar ist der extra für diese ganzen Kameramikrofone, dass man die an andere Cams mit XLR-Eingang dran machen kann. Und der spannt auch die 48 Volt Phantomspannung runter auf 5 Volt. Oder ich glaube, wenn man nur 12 Volt Phantomspannung hat, auf 3 Volt. So in der Richtung. Damit soll das dann funktionieren. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ob das funktioniert. Ich denke aber schon. Geht nicht, gibt's nicht. Wir sind ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. So, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes haben wir, wir haben die AT2031. Ich wollte gerne die AT2021 haben. Leider sind die aber bei uns nicht oder noch nicht verfügbar. Und deswegen habe ich die genommen. Für was will ich die haben? Die sind gut für Saiteninstrumente. Ich habe immer mal irgendwie einen Flügel oder sowas abzunehmen. Ja, und da sind die gut für. Sind auch Preis-Leistung. Sollen sie sehr gut sein. Ich habe sie mir leider noch nicht angehört. Ich bin immer gespannt. Diese sind Kondensatormikros. Für was man die noch nehmen kann, muss ich dann selber ausprobieren. Ich teste ja gern mit Mikros rum, gerade live, vor dem Gig und sowas, wenn ich Zeit habe. Vielleicht kann man es auch als Overheads oder sowas nehmen. Hübsches kleines Mikrofönchen. Fühlt sich sehr wertig an, muss ich sagen. Fühlt sich wirklich sehr wertig an. Liegt so im Preisbereich, lass mich lügen. 130 Euro, so glaube ich. Also schon günstige Schiene. Sennierer, speziell für Saiteninstrumente. Wir haben einen Hochpass noch dran. Ich kann gerade nicht sagen, wo der liegt. Ich habe mich null vorbereitet, wie man merkt. Dann wieder eine Tasche dabei. Die wirkt allerdings etwas günstiger als die anderen, die es immer gibt. Ist aber dafür gepolstert. Ganz ehrlich, juckt mich nicht die Tasche. So, Mikroklemme ist dabei. Da, das kann ich schon wieder überhaupt nicht leiden. Der Adapter aufs kleine Gewinde, kleines 3/8 Zoll, kann das sein? Ich denke, ist aus Kunststoff. Kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe zwar noch keinen gekillt von denen, ich kann die Kunststoffadapter aber nicht leiden. Die fliegen bei mir in der Regel sofort raus, landen in eine Tonne und dann kommt Metall rein, wie sich das gehört. Dafür lassen die sich halt wirklich gut schrauben. Ne? Sind schön griffig, gerändelt, aber ich mag es nicht, muss nicht sein. So, das passt doch anständig da rein. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie sie klingen. Hab ich Bock drauf, habe ich mir 4 Stück von bestellt. Sind wirklich für mich, für Vermietung, mal Aufnahmen, solche Geschichten. Also nichts zum Verscherbeln oder für jemand anders. So, wir haben noch natürlich die Anleitung dabei. So, was steht denn drin? Kardioid, also ist es eine Niere. Fixed Charge Backplate, Kondenser, alles klar. So, der Hochpass ist bei 150 Hertz, aber nur mit 6 dB die Oktave. Das passt, denke ich, ziemlich gut zu Instrumenten. Schön smoother Roll-Off würde das Ding haben. Schätze, hoffe ich natürlich. Mal, muss man mal gucken. Was kann die Kiste? Maximum Input 141 dB bei 1% THD. Das ist auf jeden Fall ausreichend für einen Flügel oder ein Klavier oder ein Piano, je nachdem. Ist schön leicht, wenn 134 Gramm. Braucht natürlich 48 Volt Phantom, wie immer.
So, wunderbar. Da haben wir 4 Stück von. Ich kann gerne noch mal berichten, wie die sind, die Dinger, wenn ich sie ausprobiert habe. Die ersten 2 probiere ich aus am Mittwoch. Direkt an einem Flügel. Da kann ich auch gerne mal eine Aufnahme machen. Die kann ich mal hochladen. Kann sich gerne jemand anhören, wenn da Interesse besteht. So, was haben wir denn noch? Wir haben einen Haufen Müll und Tüten. Es ist immer alles 100-mal eingetütet. Das ist eine Katastrophe. So, was haben wir denn? Hier, das ist schwer. Was könnte denn da drin sein? Was könnte da drin? Wir gucken mal, wo es herkommt. Es gibt Lautsprecherchen jetzt. So, zu Lautsprecher kann man immer viel erzählen, bringt nur nichts. Lautsprecher muss man hören. Trotzdem packen wir welche aus. Und zwar ist das ein Päckchen von Visaton. Ja, ab und zu gibt es ja auch mal ein bisschen Hi-Fi-Kram. So. Ich mag echt das Visaton-Verpackungsmaterial hier, das Füllmaterial. Das finde ich echt cool. Das drin ist, weiß ich nicht, sieht aber umweltfreundlich aus, auf den ersten Blick. So, wir haben SC10N-Kalotten, die kennt ihr aus der Mango. Kleine Hi-Fi-Box zum Nachbasteln für einen PC ist die oder kleines Home-Studio oder so. Ich habe die in meinem Büro hier unten hängen, mit der höre ich immer ab. Guck mal hier, da haben wir ganz viel drin. Was haben wir noch? Die W100S in 4 Ohm, hoffe ich. Ja, sogar richtig. Also, Tieftöner von der Mango. Zack, auch einen ganzen Stapel. Was haben wir hier? Oh. 3. Okay, ich lege die erste mal hin. So, und was ist denn? Ich bin jetzt gleich mal gespannt, was da wieder angekommen ist. So, wir haben noch einen W130X. Ich weiß nicht, ob der neu ist. Ich habe ihn jedenfalls neu entdeckt. Das ist ein kleiner Tieftöner. 130, das sind 13 cm. Ja, ich kann rechnen. Der hat 2x4 Ohm, der kleine 5 Zöller, 60 Watt RMS oder 2x, ich weiß es nicht. Ich habe den mal zum Test mitbestellt. Ich habe mir überlegt, man kann ja mal einen kleinen Bass bauen für die Mango. Ne? Und ob man den mit so einem mit Doppelschwingspule, können wir uns überlegen, ob wir da eine passive Weiche reinknallen und können dann weiter an die Tops gehen. Oder ein kleines Aktivmodul dran, entweder auf 8 Ohm oder auf 2 Ohm. Oder es hat 2 Kanäle, je nachdem. Muss ich mal gucken, habe ich zum Spaß bestellt. Gucke ich mir an, mal sehen, wie die Kiste ist. Kostet auch nicht viel. Dann haben wir hier... Es steht nicht drauf. Es steht nicht drauf, was drin ist. Das ist blöd. Macht aber nichts. Wir packen es aus. Gucken rein. Komm, zur Seite hier mit dem Schmarrn. Ah ja. Fein. Wir haben FX16. Genau, das habe ich ganz vergessen, dass ich die auch mitbestellt habe. Die sind halbwegs ein bisschen, ich glaube, die sind sogar halbwegs spritzwasserfest. Oder ne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehen sie nicht so aus. Aber die Pappe macht nichts. Sind kleine Koax-Lautsprecherchens. In 4 Ohm. Einen Ring kann man drauf machen oder nicht, wie man da Bock hat. Für was habe ich die? Die habe ich hier immer auf Lager. Es gibt immer mal Leute, die wollen sich gerne entweder kleine Ersatzlautsprecher im Auto oder was mache ich noch mit denen? Ah, ich habe einen, der nimmt die immer ab für Mopeds, für Motorräder. Da werden die vorne reingebaut oder es gibt so Fassungen, die sehen aus wie die typischen Lampen, die man da Harleys links und rechts kennt. Nur die gehen nach vorne und da sitzen die dann auch drin. Ist da ein ganz netter Lautsprecher für. So, wie geht das jetzt zusammen mit der blöde Packung? Sind sehr günstig und ich finde die klingen auch gut. Also ich mag die Teile. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hier wieder zusammenkriege. Wie war denn das gemacht? So vielleicht? Ja.
Kannst mich auch mal. Kannst mich auch mal gern haben. So, wir packen mal den B130X aus. Den kleinen Bass, wo ich eben erzählt habe. Das ist ein ganz schöner Brummer, du. Hm? Wiegt ein bisschen was, ne? Müssen wir mal sehen, ob der was kann. Ist härter aufgehängt, als ich mir gedacht habe. Dustcap ist wohl aus Kunststoff. Die ist wohl noch, also das sieht für mich auf jeden Fall aus, als wäre die extra aus Kunststoff oder Metall, um die Pappe noch ein bisschen schwerer zu machen. Nehme ich an. Jo. Hübsches Ding, cool. Ich bin sehr gespannt. Ja, man sieht halt anders, dass es ein günstiges Chassis ist. Aber wenn es was kann, dann ist gut. Ja, das Wichtige ist ja Preis-Leistung. So, wir können auch noch mal ein SC10N auspacken. Das sind die kleinen Kalottenhochtöner von Visatone. Finde ich sehr, sehr gut übrigens. Sind auch, keine Ahnung, ob das eine magnetische Schirmung sein soll. Ich habe wieder mal das Datenblatt nicht gelesen. Ich kaufe das Zeug, probiere es aus und wenn es gut ist, baue ich es ein. Nachdem ich es vermessen habe. Ja, ist, glaube ich, ist keine Seide, ist aber irgendein Stoffzeug. Ich bin total überhaupt null vorbereitet. Ihr merkt das, wir packen einfach aus und gucken. Ich habe im Kopf, dass man den Hochtöner so ungefähr ab 1,5 kHz benutzen kann, je nachdem, was man da für eine Pappe drüber knürt. Steht denn drauf? Hier steht 4 kHz drauf. Na, der kann weniger. Das habe ich ja schon vermessen, ja, je nachdem, wie laut er natürlich muss und was die Abstrahlung sagt. Ich habe eine Manko auch ab 4, irgendwas um die 4 kHz habe ich ihn eingesetzt. Da geht er gut, das funktioniert super, einwandfrei. So, dann haben wir noch die W100S. Packen wir auch aus. Zack. Die sollte ja jeder kennen. Die gibt es ja in allen Größen, die W-Serie. Ja, kommst du jetzt mal da raus, Freundchen. Hallo. Da geht es nochmal. So. Schöne, kleine, super günstige Pappe. Glänzend. Ist auch ein bisschen pappig. Ich habe das drüben schon bei meinen anderen Kisten, also sind ein bisschen staubanfällig, wenn sie neu sind. Ne? Kleine, schnuckelige, super günstige Pappe. Kann man auch als Mitteltöner benutzen, wenn man das will. Kann aber auch ein bisschen Rums, nicht zu viel. Dafür ordentlich Pegel, spielt recht sauber. Ist für so kleine, wie gesagt, steckende Mango drin. Da kann man ja online auf der Webseite mal gucken und lesen oder so bauen, je nachdem. Packen wir die auch wieder ein. Die Chassis, der Chassis, das Chassis. So, weg mit dir. Und was haben wir denn noch? Hier, Kleinfraß. Wir haben hier einen schönen, kleinen, netten Adapter von LD Systems. Glaube ich, dass der von LD war. LD PHA ist LD. Ich weiß nicht, wo er jetzt drin war. Ich habe irgendeine große Packung auseinandergenommen. Es ist ein Adapter XLR, Mini XLR. Und der tut auch gleichzeitig, wie ich vorhin erzählt habe, beim Headset, der knallt, passt auch die Spannung an. Der knallt die also runter von 48 Volt auf, ich muss gucken, ich glaube, der macht 9 Volt. Der ist auf jeden Fall für die typischen Headsets, die man kennt. Ne? Die knüllen wir immer an unsere Beltpacks dran. Wir haben ab und zu halt auch mal 9 Volt oder was weiß ich, da muss man nachgucken. Ich glaube, ich habe was mit 9 Volt im Kopf. Der passt auf jeden Fall die Spannung an, der passt auf jeden Fall zu den LD-Headsets, dass man die mal direkt ans Mischpult knüren kann oder an die Soundkarte oder sonst wo, wenn man keinen Bock auf sein Beltpack hat. Wollen wir noch was auspacken? Was wollen wir noch Schönes auspacken? Wir gucken mal. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon von der Zeit sind. Wie gesagt, ich bin übelst unvorbereitet. Wir haben noch ein ganz schweres Paket. Guck mal hier. Zack. Ihr erkennt schon, was da drauf steht. Gravity. Ja? Das
ist die neue Marke vom Hall für Stative. Und ich muss sagen, dass ich von dem Gravity-Zeug ziemlich begeistert bin, was Preis-Leistung betrifft. Ich war früher auch immer K&M und was es so alles gibt. Und ich kaufe ja gerne immer ein bisschen zum Ausprobieren und gucken. Und das Zeug ist wirklich super klasse. Also ich stelle auch meine kompletten Stative alle um. Also was ich so habe von K&M und was weiß der Teufel. Ich glaube Stageline habe ich noch ein paar, Ultimate Support habe ich ein paar, Champstands. Das fliegt alles raus und ich werde komplett bei Gravity bleiben. Außer bei so ein paar extra Sachen, was sie halt nicht im Angebot haben. Ne? So ein spezielles Stativ, wenn man spezielle Größe braucht oder sowas. So, wir packen das mal aus. Ich sage euch auch, was das sind. Das sind die MS4322B. So. Raus mit dem Ding. Was verlieren wir hier? Weiß ich nicht. Na komm. So. Ich kenne die natürlich schon. Ich habe von denen ja schon ein paar. Ich hätte gerne aber ein paar mehr. So, wir haben den Galgen. Auch schön, mittlerweile sind auch schwarze Kringel dabei. Das war, ich will nichts Falsches sagen, ich meine aber, dass wo die ganz neu waren, da keine dabei waren. Wir haben hier immer unsere Gravity-Farbe ist grün und grün gefällt ja nicht jedem. Ne? Das haben wir hier überall dran. Die können wir hier einfach rausmachen. So, ja. Zack. Und dann können wir schwarze reinknüren. Oder wir besorgen uns einfach irgendeine andere Farbe. Es gibt alle möglichen Farben, die man sich vorstellen kann. Das ganze RGB-Spektrum. Das sehen wir auch hier. So, hier sind die schwarzen nämlich drin, wenn man grün nicht mag, weil es zu auffällig ist. Ich mache persönliches Grüne immer ab, ich habe die gern komplett schwarz. Das ist mir zu auffällig bei den meisten Sachen. Aber ist halt schön, wer das will, der kann halt seine Stative so wunderbar kennzeichnen mit Farben. Ne? An den Füßen, hier am Kringel, da am Kringel. So, wir haben einmal Kabelclip, ist auch schön schwer. Das macht also den Eindruck, als wird stehen bleiben. Aufdrehen, hoch, fest. So. Haben wir auch schon gehabt, dass es durchrutscht, aber es ist unten aufgebogen. Es gibt Stative, die haben das nicht. Dann hat man den Fuß am Boden liegen. So, man sieht es natürlich jetzt nicht komplett. Es macht aber nichts. Wir stellen das jetzt hier am Boden. Schrauben das auf. Hier haben wir auch. Also es fühlt sich an wie Gummi. Vom Anfassen. Es ist aber Kunststoff. Ne? Und der ist auch relativ dünn. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass er trotzdem gut hält. Also er fällt nicht gleich auseinander, auch wenn das so aussieht. Der Rest vom Stativ sieht dafür wirklich sehr, sehr wertig aus. Das fasst sich auch sehr gut an, alles. Hier ein Plastiknupsi, den braucht kein Mensch eigentlich. So, machen wir unseren Galgen drauf. Ist der große Galgen, den man ausfahren kann. Also die paar Euro mehr für den Galgen ist es mir wirklich immer wert, muss ich sagen. So, jetzt drehen wir fest, die Kiste steht. Hier haben wir nochmal einen Kabelclip hinten dran. Und wir können die Kiste doppelt ausfahren. Na? So, geht fest. Wunderbar. Ist ein bisschen lapperig, wenn man es festknürt, allerdings macht es stabilen Eindruck. Mag ich übrigens, finde ich besser als zum Schrauben, weil das ist wirklich immer schnell gemacht, das weiß ich echt zu schätzen, gerade bei den kleinen Stativen, die ich mal für Bassdrum und so nehme, ist es schön, geht schneller, es hält auch gut, also ich kann das hier gerade so drehen, wenn man jetzt meint, man muss hier Adapter drauf machen und richtig schwere Mikros und so, dann ist natürlich besser, man hat einen zum Festdrehen. Da kommt auch irgendjemand, glaube ich, macht mir aber nichts. Hinten ist das schräg, dass es weiter dran geht. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Kabelclip dran. Und klappen das zusammen wieder.
Na, jetzt habe ich mich am Mikro festgehängt, das ist ziemlich blöd. Jetzt hängt Shep. Aha. Na, sowas habe ich mir schon gedacht, dass ich mal mein Mikro erwische hier, wenn ich große Sachen in den Finger habe. So, und davon habe ich mir jetzt nochmal 6 Stück geholt. Passend dazu gibt es eine wunderbare Tasche, wo 6 Stück reinpassen. Da tun wir jetzt einfach mal eins rein. So. Ist sogar noch Platz. So viel. Es würden also auch noch größere reinpassen oder man muss es nicht ganz zusammenstecken, was gut ist. So, ich räume die natürlich jetzt nicht alle aus, aber ich mache mal die Tasche zu, dann könnt ihr die auch mal sehen. Die Taschen sind auch echt gut. Es sind nicht so dumme, so dünne, lapprige Dinger. Die sind echt in Ordnung. Also, und da passen jetzt 6 Stück rein. Stellen wir mal da hinten hin. Jo, das soll es dann, denke ich, für heute erstmal gewesen sein. Haben wir doch ein bisschen was ausgepackt. Wir sehen uns dann vermutlich nächste Woche beim nächsten Video. Und hinterlasst einfach mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr da mehr von sehen wolltet oder ob irgendwas Quatsch ist vom Auspacken, zum Beispiel Lautsprecher braucht keiner. Wie gesagt, ab dem nächsten Video werde ich wahrscheinlich dann eine kleine Umfrage machen, welcher Artikel von dem Zeug, was wir ausgepackt haben, näher beleuchtet werden soll. Keine Ahnung, ob man dann so 5 bis 10 Minuten ein kleines Review von machen oder je nachdem, was es dann halt ist. Wenn ihr das sinnvoll findet und cool, schreibt das in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, macht schön gut und bis zum nächsten Mal.